Gosfelden, das ist auch ein Teil der Umwelt. Heil Otto Georgi Gosfelden! Aufhören! So viel Aufruhr bei einem feierlichen Spatenstich gibt es selten. Normalerweise freuen sich die Bürger, wenn endlich eine Umgehungsstraße in Angriff genommen wird. Doch an der B252 bei Wetter scheiden sich die Geister. Anwohner wie Katharina Funk sind glücklich, dass endlich nach fast 50 Jahren Kampf die Umgehung kommt. Sie wohnt in Todenhausen direkt an der Hauptstraße, durch die ununterbrochen der Verkehr donnert. Eine unwahrscheinliche Zumutung für die ganze Familie. Weil wir enormen Belastungen tagtäglich ausgesetzt sind. Von Lärm und Abgasen. Wir wohnen direkt an der Bundesstraße. Wir haben 1,50 Meter Bürgersteig. Dann stehen wir auf der Bundesstraße. Ich habe 2 kleine Kinder und das ist ja sehr, sehr gefährlich jeden Tag. Und der Lärmpegel, der ist so laut geworden in den letzten Jahren durch den Schwerverkehr, der ja kaum noch auf der Schiene fährt, sondern alles durch Todenhausen, also ich komme aus Todenhausen und da stehen die Häuser an beiden Seiten dicht an dicht und weder der Lärm kann weg, noch die Abgase. Es ist eine enorme Belastung. Während die direkten Anwohner froh sind über den nun beginnenden Bau der Ortsumgehung, gibt es allerdings auch Gegner. Und 150 Landwirte waren mit ihren schweren Maschinen zum Spatenstich gekommen und protestierten gegen die Westtrasse kurz vor Amenau. Einer von ihnen ist Harald Fett. Der Vollerwerbslandwirt verliert durch die geplante Umgehung rund 1/4 seiner Fläche. Er will sich das nicht gefallen lassen. Ja, gegen mich läuft zurzeit ein Enteignungsverfahren. Die vorläufige Besitzeinweisung ist eingeleitet worden, weil ich nicht verkauft habe. Im Planfeststellungsbeschluss ist kein Sofortvollzug vorhanden. Dadurch kann man normal nicht enteignen. Wir vermuten, dass über Wiesbaden Druck gemacht wird und die sofortige Besitzanweisung stehen gelassen wird. Aber wenn das so kommt und ich die Benachrichtigung bekomme, dass die sofortige Besitzanweisung stehen bleibt, werde ich mal per Eilantrag einen Baustopp verhängen lassen. Es ist vor allem der 5 Kilometer lange erste Abschnitt zwischen Gosfelden und Wetter, der für Diskussionen sorgt. Denn es ist der Teil der gesamten Ortsumgehung, der die geringste Entlastung für die Bürger bringt. Er soll insgesamt 32,3 Millionen Euro kosten. Wann der Rest der Ortsumgehung kommt, ließ Verkehrsminister Rentsch am Montag offen. Stattdessen zeigte er keinerlei Verständnis für die Proteste. Ich will, meine Damen und Herren, auch dem Protest ein Stück zuvorkommen. Ich sage Ihnen, die Menschen, die hier heute für diesen Planfeststellungsbeschluss und für diese Finanzierung gekämpft haben, sind auch ein Teil der Umwelt und haben auch ein Anrecht darauf, dass der Verkehr endlich aus den Orten verschwindet, dass endlich wieder Verkehrssicherheit eintritt. Und das gehört eben auch zu einer Demokratie dazu. Ganz anders sah es Carsten McGovern. Als Stellvertreter des Landrates sorgte der Grünen-Politiker für einen Eklat. Während alle Offiziellen rund um Rentsch fröhlich zum Spaten griffen, verweigerte McGovern seine Teilnahme. Er kritisierte die Ortsumgehung als einen Schnellschuss, weil eine andere Trassenlösung, die die Natur weniger belastet hätte, gar nicht richtig geprüft worden sei. Momentan wird da ein Teilstück gebaut, wo noch gar nicht die große Belastung der Menschen weggenommen wird. Die gute Lösung wäre natürlich, wenn es jetzt erstens mal für die Menschen, vor allen Dingen in Münchhausen, in Göttingen, in Niederwetter, Simtshausen, Todenhausen, jetzt schnell weitergeht und die eigentlich relevanten Umfahrungen auch wirklich gebaut werden. Eine wirkliche Entlastung bringt der erste Teilabschnitt der Ortsumgehung für die meisten Anwohner der B252 noch nicht. Es bleibt zu hoffen, dass die komplette Umsetzung der insgesamt rund 18 Kilometer langen Umgehung nicht allzu lange auf sich warten lässt.